hast du es getan? Hast du kein Herz? Du weißt nichts, kennst nur das Hier und Jetzt. Hast keine Erinnerung, kennst keine Heimat, kennst kein Damals, kennst mich nicht, kennst dich nicht. Aber wer soll ich denn sein? Sag, wer bin ich? Wer bist du? Wir sind Herzog. Wer ist wir? Ich und du. Dass die Brunnenpassage schon seit vielen Jahren immer in Kooperationen steht. Wir hatten begonnen mit den Wiener Festwochen 2007. Seit 2009 haben wir 4 Jahre lang jetzt eine aufrechte, enge Kooperation mit dem Wiener Konzerthaus. Das heißt, es geht mir in der Arbeit immer darum, dass die Projekte, die wir am Brunnenmarkt entwickeln, dann auch auf große Bühnen kommen. Dass wir also genau diesen Konnex auch herstellen zwischen einerseits, ich sage jetzt mal buchstäblich, der Straße, weil wir arbeiten wirklich mitten am Markt. Die Menschen können einfach hereinkommen. Es sind offene Türen bei freiem Eintritt. Wir erreichen ganz, ganz viele Menschen, die noch nie in ihrem Leben im Museumsquartier waren, in einem Konzerthaus oder die noch nie eine Klaviertaste berührt haben, die auch gar nicht wissen, dass in Wien zum Beispiel gratis Eintritt in die Museen, in die Bundesmuseen bis 18 Jahre ist, die auch sehr viele Ängste haben, gar nicht wissen, bin ich da überhaupt erwünscht, obwohl sie in Wien aufgewachsen sind oder die meisten. Walken, Brunnenpassage یک محلی است، جایی است که کسانی که نمیتونه با جای دیگری خود تبارز بده، این به حساب ریالیزات کنه، تبارز بده، یک مکانی است، جایی است که میتونه کسی عقلا با مو امکانات اگر کم هست میتونه خود تبارز بده. ما احساس خوب میکنم اگر من کسی که امروز هستم از برکت همین برونپاساژ در اینجا هستم. Unser Ziel ist, zeitgenössisches Theater zu machen, basierend auf Shakespeare und von und für sämtliche Wienerinnen und Wiener und nicht tragische Schicksale zu erzählen oder Migrationstheater zu machen. Wir haben das Stück in 19 Sprachen beworben. Das sind die Sprachen von der Crew und auf der Bühne und auch insbesondere in den Vereinen und Communities, um eben möglichst viele Menschen zu erreichen. Wenn wir uns ehrlich sind, ist es so, dass Millionen von Fördergeldern in einige wenige Häuser im deutschsprachigen Raum fließt und auch damit hochkarätiges Theater gemacht wird, nur nah. Es ist nur so, dass es einfach einen Bruchteil der Bevölkerung nur erreicht. Es war, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren, anlässlich der Nestroy-Preisverleihung. Ich sitze in einer der Logen im Burgtheater. Karl Markovic hat gerade seinen Frust von der Seele gesprochen, von wegen, den Banken wird das Geld hineingestopft und den Theaterleuten geht es vorne und hinten nicht zusammen. Insbesondere die Off-Szene leidet. Und die Kamera hat zu mir nach oben geschwenkt. Ich habe dann gedacht, nein, so kann das nicht sein. Also da muss man schon noch unterscheiden. Ich habe am nächsten Tag in der Früh den Karl Markovic angerufen und habe ihn eingeladen zu einem Frühstück. Ich habe gesagt, Herr Markovic, ich würde Sie gerne kennenlernen. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Ich möchte so gerne mit der Brunnenpassage ein Theaterprojekt realisieren. Aber wissen Sie, was ich bräuchte? Ich bräuchte jemanden, der das Projekt adelt. Ich bräuchte einen Paten für dieses Projekt. Also wichtig war es mir deshalb, das Projekt zu unterstützen, weil ich ja am eigenen Leib erfahren habe, mein Leben lang, was Theater mit einem Menschen macht, was die Beschäftigung mit den
Urgedanken der Menschheit, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, und das sind auch die Urgedanken des Theaters, was das mit jemandem ausmacht. Und darum fand ich dieses Projekt auch so spannend, weil es Menschen sind, die jetzt keine professionellen Schauspieler sind, die mit einem Theaterprojekt zusammenzubringen und möglicherweise so wieder einen Virus dann zu verbreiten, einen guten Virus, einen positiven. Dein Freund hat in der Nähe gewohnt von der Brunnenpassage und er hat mir gesagt, ja Laura, kommt, sie machen super tolle Sachen und der Regisseur ist Wahnsinn und komm mit und du musst jetzt schauen, weil sie sind sehr gut und sie machen ein tolles Projekt, so komm einfach so schauen. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit Menschen aus so vielen verschiedenen Kulturen zu arbeiten, stellt sich mir eigentlich zentraler die Frage, was ist überhaupt Mensch, ja, Menschsein, ja, und wie verhält sich Mensch in Extremsituationen? Und da ist mir eben Shakespeare Sturm eingefallen, habe den gelesen und gedacht, ah, das fände ich toll, also das so aus einer Gruppe heraus zu erzählen. Und eben jetzt die ganzen Figuren, die bei Shakespeare vorkommen, dass das eigentlich alles Figuren sind, die in zum Teil homöopathischen Dosen in mir vorhanden sind. Einen schönen Umschwung und zur Ruhe kommen. Und dann ganz langsam dieser Umbau da dich installieren, in Fokus nehmen, erster Rang. Und dann zwei in den ersten Rang. Ich glaube, was ich dann noch versucht habe, ist trotzdem eine Sprache zu finden, die jetzt nicht Shakespeare abkupfert, aber auch nicht eben Alltagssprache wird. So, und da haben wir dann während der Proben, habe ich dann auch gemerkt, muss man es trotzdem noch mal ändern für die Leute, also viel knackiger werden, viel kürzer werden, gerade als wir dann in Proben festgestellt haben, wir würden auch gern Chöre haben. Und dann musst du halt vollkommen umschreiben, weil dann kannst du halt nicht einen Bandwurmsatz bauen. Der ist zwar dann schön zu lesen, aber den kann kein Chor sprechen, sozusagen. Ich nicht. Himmel, hilf! Himmel, hilf! Himmel, hilf! Himmel, hilf! Himmel, hilf! Am Anfang war es nicht nur Proben. Zuerst ging es überhaupt darum, Leute, die meisten von denen noch überhaupt nie auf einer Bühne waren oder keine Theatererfahrung hatten, dazu zu bringen, dass sie auf der Bühne den Mund aufmachen. Das ist immer bei allen Laien, glaube ich, die größte Hürde. Man kommt sehr schnell in irgendwelche Bewegungen, Tanz, man macht sehr schnell bei rhythmischen Sachen mit oder traut sich zu singen, zu musizieren. Und wenn es ums Sprechen geht, das ist dann natürlich schwierig. Gut zusammen, ja, ja. Ja, 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 Also die Sprachen, das hat sich einfach relativ schnell herauskristallisiert, weil wir haben einfach da so viele Menschen aus so vielen Nationen und es wäre dann eigentlich schon wieder eigentlich ein Akt, den Prospero tun würde, einfach zu sagen, nur Deutsch, so bitte auch nur Hochdeutsch, weil das ist die Bühnensprache.
I would say this drama is really tell the truth of the human being. Because yeah, actually all the people we have yeah, different characters in our mind, but some people even they don't know it. But through this drama, the people can really see, oh yeah, so they find their own characters on the stage. Mit so einer großen Menge von Menschen, mit denen wir, ich wusste gar nicht genau, wie viele Menschen es nachher werden, war klar, dass ich gerne dass ich ein Material gerne auf der Bühne hätte, was mit den Menschen macht. Und beim Sturm lag nahe, dass es Wasser ist. Für mich war immer klar, auch mit den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, dass es gut ist, dass man sagt, die Insel, auf der wir heute landen, ist eine Stadt. Also es hat was mit einer urbanen Gesellschaft zu tun. Die Menschen, die hier gelandet sind, auch im Zusammenhang mit der Brunnenpassage, kommen von überall her. Und das ist, die Stadt ist wie ein Hafen oder wie die Insel, auf der wir landen. Und alle Schicksale kommen da sozusagen zusammen. Musik machen bedeutet für mich, mich fallen zu lassen in einem Moment und nicht mehr nachzudenken. Und es ist beim Auflegen so oder auch beim Schlagzeugspielen oder jetzt in dem Theaterstück, dass sich eine Stimmung ergibt und ich merke, alle Leute sind in diesem Moment mit mir zusammen und es entsteht daraus etwas und das finde ich spannend daran. One thing definitely which I wanted from this project is to experience it. The production of a theater piece, how it is and what it is, and through which do some kind of self-reflection on myself, because at the end of the day, if I get out to be a better person what I was when I came, yeah, I think that's already paid. Das muss nicht verkehrte Welt, die rennen alle gleich los, sondern man hat's gehört, verkehrte Welt, krack, im nächsten Ding gehe ich raus, ja? Sonst, ich kann euch immer in die Karten gucken. Ah, da war das Stichwort, jetzt drehen alle. Ja? Schade. Ja? Versucht es unberechenbarer zu kriegen. Es freut mich, dass Sie alle über eineinhalb Jahre mit uns arbeiten und dass die Motivation immer noch hoch ist. Es ist nicht immer so einfach, so eine große Gruppe zusammenzuhalten und so lang. Es ist schön zu sehen, dass eben auch teilweise Dinge, die am Anfang so einfach runtergeleiert worden sind, aber runtergeleiert, weil die Kenntnis des Textes noch nicht so da war und man einfach nur darauf konzentriert war, irgendwie den Text wirklich wiedergeben zu können, dass jetzt so die Entwicklung da ist, dass der Text mit Leben gefüllt wird, mit Emotionen gefüllt wird, mit dass Dialoge auch sich wie Dialoge anhören und das ist schön zu beobachten und überraschend und eben das, sowas hat jetzt irgendwie in kürzester Zeit auf einmal sich komplett gewandelt in meiner Wahrnehmung. After disaster can we be resurrected. It's only after you've lost everything that you're free to do anything. Nothing is static. Okay, seid ihr soweit? So, und ich möchte euch bitten, direkt auf die Schräge hinten hochzugehen. Nicht ins Wasser, nicht irgendwie rumlaufen, sondern der Daniel wünscht euch auf der Schräge. Alles klar. Ja? Danke, dann folgt mir bitte. Geh mal los. Erste Erfahrungswerte auch für euch. Wie klingt das hier drin? Ja, wie fühlt sich das an, hier drin zu stehen? Ja, ist ja jetzt auch komplettes Neuland für euch. So, auch wenn man so schön jetzt diese Akklimatisierungsphase euch auch nehmt. Deshalb bitte ich euch jetzt mal so ein bisschen das Umland zu erkunden, zu gucken. Brandschall ist gleich mit dem Kopf hier an den Svoboda-Rampen hängen geblieben, ja. Dass man einfach auch ein Gefühl hat, für wie hoch hängen die Sachen, dass man nicht permanent dagegen läuft. Also idealerweise kann Begegnung oder Beschäftigung mit Theater eine wahrhaftigere Auseinandersetzung mit dem Leben, mit dem eigenen Ich bringen. Die Gedanken der Zweckmäßigkeit, die heutzutage so vorherrschend sind, plötzlich mal auszutauschen gegen Gedanken der Tiefe.
oder der Sinnhaftigkeit, so Begriffe wie Frieden, Seelenruhe, die wir heute ja gar kaum noch kennen, Charakterbildung, all das hat, glaube ich, schon damit zu tun. Man kann wachsen, ein Mensch kann sich verändern, tatsächlich. Wer ist schuld? Der Bruder, die Schatze, das Messer und der König, die haben mich verstoßen. Der arme Prospero wurde von euch hintergangen, hört ihr? Am ehesten können Sie das durch die Begegnung mit sich selbst auf einer höheren Ebene, sprich durch die Religion, durch die Literatur, durch die Musik, durch das Theater, durch die Kunst im Allgemeinen. Als ich 2005 das Haus übernommen habe, hatte ich einen Traum. Und der Traum hat geheißen, die verschiedensten Lebensrealitäten dieser Stadt hier ins Haus hereinzuholen. Ich meine, wenn es schon Volkstheater heißt, dann ist es ja auch für das Volk. Und das Volk sind natürlich nicht nur, und das nicht abwertend gemeint, Abonnenten oder Menschen, die sowieso schon in unser Haus kommen, sondern Volk heißt auch, die beinahe 50% Bewohner von Wien, die migrantischen Hintergrund haben. Also wir müssen ein Haus sein, das für alle da ist. Und wir müssen Lebensrealitäten widerspiegeln. Wir müssen die Geschichten erzählen und die Themen aufbereiten, die in der Luft liegen und über die man spricht. Das ist für mich Volkstheater. Only after disaster can we be resurrected. It's only after you've lost everything that you're free to do anything. Nothing is static. Everything is appalling. Everything is falling apart. Das ist ganz schön besucht. Voll, ja. Ist voll. Voll, ja. Ausverkauft. Also die leer sind gekommen. Ja, ja, klar. Ja. Beginnt gleich, also 5 Minuten. Aber ja. Uns geht's gut. Das wird schon. Wir als Mensch allem spottet, was wir als menschlich oder zivilisiert bezeichnen. Nichts von all dem werden Sie heute sehen. Sie werden die andere Seite dieser Geschichte sehen. Sie werden das sehen, was sich hinter Prosperos Augen abspielt. Ich darf alle Mitwirkenden für Stückbeginn auf die Bühne bitten. Sind ja alle Mitwirkenden auf die Bühne? Ich wünsche euch von ganzem Herzen euch Vorstellung. Es hat ja nur einen Sinn, ein Stück zu erleben, wenn man sagt, das zeigt mir etwas von mir oder für mich oder über mich. Und ich hoffe, dass das in so einem Fall vielleicht noch stärker oder einfacher sein kann, weil man weiß, das sind unter Anführungszeichen ganz normale Menschen mit unter Anführungszeichen ganz normalen anderen Berufen, die heute am Abend hier dieses Stück spielen. Das heißt, das hat irgendwie einen besonderen Grund auch noch drüber hinaus. Da gibt es keinen Anlass, wir haben nicht Fasching jetzt oder es ist nicht nur Jux und Tollerei, sondern offensichtlich ist denen das ein ganz besonderes Anliegen für ihr Leben. Also möglicherweise auch für unser Leben. Das wäre das Schönste für mich.